Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von Silence. Ja, es geht weiter und ich bin letzte Folge festgesteckt, aber ihr habt mir einen Tipp gegeben und ich werde das jetzt einfach gleich mal ausprobieren. Und zwar hatte ich ja das Problem, dass ich zwei Lumis fangen soll und einen habe ich schon und zwei sind noch da und irgendwie habe ich die beide nicht bekommen. Jetzt meinte ein Zuschauer, naja, und versucht doch mal, wenn der eine sich da, wenn der eine abhaut, sofort zu der Stelle hinzugehen, wo er immer hinrennt. Okay, werde ich das mal versuchen, ob das funktioniert, weil bis jetzt war es halt so, ich habe dann dahin geklickt und da ist irgendwie aber gefühlt nichts passiert. Vielleicht habe ich es aber auch nicht anständig gemacht, deswegen wir versuchen es mal. Wir gehen also jetzt hier hin. Ja. Gehen sofort dahin. Oh, das hat funktioniert. First try. Dankeschön für den Tipp. Sehr, sehr nice. Dankeschön. So. Ah, Lumi. Lumi, Lumi. Die sind schon witzig, die Geräusche, die die Viecher machen. Super. Dankeschön für den Tipp. Oh, Mann. Gut, dass es geklappt hat. Ich habe extra mal noch nicht in die Lösung geguckt. Nicht, dass ich mich dann versehentlich spoilere. Ich mag sowas nicht. So. Also wird der jetzt auch da reingestopft, oder wie? Ach, der Arme. Hey, meine Schnur. Na schön, behalt sie. Schenke ich dir. Alles klar. Und der nächste Lumi. So, und jetzt? So, jetzt kannst du mit deinem Freund um die Wette krabbeln. Ich mach das Rohr besser zu, damit ich sie nicht wieder einfangen muss. Mit der Keksdose vermute ich mal, oder? Ja, nach oben schieben. Das soll mir mal einer erklären, wie sie das geschafft hat. Spot, die Lumis sind zu dick. Sie klemmen im Rohr fest. Was soll ich jetzt machen? Das heißt, Spot wird jetzt... Ah, warte mal. Stimmt ja. Jetzt müssen wir wahrscheinlich zu Spot in seinen Bildschirm. War da nicht die Stelle mit dem Feuer, wo wir da irgendwie reinpusten konnten? Oh, das wird jetzt lustig werden. Also wenn das ist, was ich denke, dann glaube ich, wird das jetzt ziemlich lustig werden. Hast du eine Idee? Ja. Hey, Spotty, hallo? Spotty ist da. Puste rein. Also, Entschuldigung. Nicht die Gummischleider. Groß machen und jetzt da reinpusten. Ne? Alles in Ordnung da unten, Spot? Ich wollte zumindest einmal sagen. Okay. Den Hebel konnten wir nicht benutzen, oder? Dann glaube ich, ging das nur, wenn wir Feuer gehabt haben, dass wir da reinspucken konnten, oder? Oh, die armen Lumis! Dann zünden wir die ja jetzt an! Oh, das ist gemein. Aber die Musik ist schön, die in dem Bildschirm hier ist. Hier ist richtig nice. Okay. Also nochmal. Loch in der Wand. Ja, fast. Alles in Ordnung da unten, Spot? Ja. Kann man die Gummischleider nochmal benutzen? Und? Da fliegen wir dahinter. Pauke können wir jetzt mal so machen. Das ist so süß, das Geräusch und der Blick, wenn er das macht. Yep. Oh, der Arme. Und nochmal. Aber da, glaube ich, fliegt er ja dann da drauf, ne? Hm. Können wir den... Ach, jetzt... Ja, es steht da verhedderter Ballon. Können wir den nicht nehmen? Hast du schon eine Idee, Spotty? Oh. Ich hätte eine, aber ich darf die Idee nicht umsetzen. Können wir den Splitter? Okay.
Und ihr spielt jetzt zu Rini zurück. Den Splitter? Da findet ihr interagieren. Ja, dann. So, jetzt den Splitter? Auch nicht. Sagt immer, Ja, was wollen die denn dann von mir? An den Pumpenhebel komme ich nicht ran. Ja. Ne? Und den Hebel, den Ballon darf ich auch nicht nehmen. Hast du schon eine Idee, Spotty? Ich hätte eine Idee gehabt, aber ich darf die Idee scheinbar nicht benutzen. Hast du schon eine Idee, Spotty? Oh, geh mir auf die Nerven, Rini. Geh mir auf die Nerven, Rini. Also wenn er so dick ist, macht er gar nichts. Oi. Ich bin gerade ein bisschen. Also, sowas nervt mich dann immer. Wenn ich dann einfach feststecke und keinen Plan habe, wie das jetzt weitergehen könnte. In die Zauberkiste? In die Richtung will er nicht rein. Ja, toll. Ja, komm, geh rein. Oh. Kann ich vielleicht in Normalform von der anderen Seite aus rein? Nicht? Hallo? Spot? Kiste? Jetzt noch. Nee, da geht nur das, nur der brennende Spot. Der pustet da rein, aber da passiert ja dann nichts. Da ist ein bisschen Feuer und das war's. Können wir uns groß machen? Hallo? Spot? Nee, in der Form können wir uns nicht groß machen. Oh, warum? Ich verstehe es nicht. An den Hebel kommt er nicht ran. Den Splitter will er nichts machen. Hochschleudern bringt uns nichts. Ich begreife es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Was könnten wir machen? Zurückkommen wir aber auch nicht. Aber warum kommt er da immer flach raus? Das wird mich mal interessieren. Können wir, wenn wir flach sind, irgendwas anders machen? Okay, das könnte... Nee, weil er landet ja nicht da drauf. Als dicker will er es nicht machen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Wie soll wir denn den Hebel hier benutzen? Ich denke mal, wir müssen das. Oh. Feuerspot. Warte mal, vielleicht müssen wir als Flacher nochmal durchfetzen. Wir kamen ja als Flacher raus. Vielleicht spielt das eine Rolle, wie man reingeht. Ach, guck mal einer an. Euer Ernst? Wow. Alter. Okay, also Try and Error hat zugeschlagen. Oh, und so geht es auch? Nee, okay. Okay. Geht das da mit der Gummischleuder? Fallen wir auch wieder raus. Ach so, aber wir passen jetzt in das Loch in der Wand. Ah, endlich. Mann. So, Pumpenhebel. Na also. Oh. Mann, meine armen Gehirnzellen, ey. Ei. Was ist das denn, ey? Ja, das war, anspruchsvoll.
Also, bei denen habe ich noch ein Problem. Ach, und die bleiben sofort am Süßigkeitenautomaten. Runkelrüben, hey! Runkelrüben. Okay. Können wir vielleicht jetzt die Bank irgendwie... Noch ein Stückchen. ...so hinschieben, dass die Dummies hängen bleiben oder so vielleicht? Nee. Wie fangen wir die denn jetzt? Verdammt! Er hat ausgelutscht. Wie fangen wir die denn jetzt? Noch ein Stück. Dass sie vielleicht da stecken bleiben, aber die hüpfen doch da mit Sicherheit runter. Hierhin vielleicht? Ja, laufen so weiter. Und noch ein Stückchen. Verdammt! Nee, das hilft auch nicht, ne? Hierhin vielleicht? Nee. Okay, wir müssen also jetzt irgendwie versuchen, dass die Lumis da, ne? Keine Ahnung. Ach, warte mal, da ist die Angelschnur. Können wir die Lumis damit fangen? Wenn sie so clever sind, wie sie aussehen, werden sie darüber stolpern. Ach, guck mal einer an. Ich habe zufälligerweise die Bank... Wow. Ich habe echt Glück. Wow. Das glaubt mir keiner, dass ich das wirklich durch Zufall jetzt gemacht habe. Verdammt. Und nochmal. Ihr krummbeinigen Kartoffeln. So. Und sie haben sich auch noch verheddert. Sehr schön. Zack. Und weiter in die Stadt. Und das, glaube ich, müssen wir jetzt bei den Kindern da oben am Tor abgeben, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich drüber freuen, wenn die bekommen. Hoffe ich zumindest. Wäre nice. Okay. Ich habe das Gefühl, dass die Ladebildschirme minimal kürzer geworden sind. Ja, doch. Ich habe das Gefühl. Okay. Wir klopfen am Holztor. Wenigstens klopft er nicht mit den Hirn der Lumis an. Ich hab was für euch. Lumis! Ach süß, sie freuen sich ja voll drüber. Oh, wie putzig. Sowas von knuffig. Ach du Scheiße, die Armen. Schau mal, wie komisch der brummt. Dankeschön fürs Reinlassen. Irgendwie habe ich gerade Gänsehaut. Was war das? Das muss doch irgendwas zu sagen haben, oder? Was war das? Es war irgendein kleiner Knödel. Irgendein Stein? Ein Korn? Ich kann es nicht sagen. Aber es muss ja etwas zu bedeuten haben. Oh, guck mal, wer da angeschwebt kommt. Hast du etwa Helium geschnauft? Gut gemacht. High five. Peng. Oh. Yay. Oh, wie Zucker. Okay, zum Marktplatz. Ich vermute nämlich mal ganz stark, dass wir jetzt endlich da mal weiterkommen. Hoffe ich. Ich hoffe, dass Spot mitkommt. Er hat ja nur vor den Lumis Angst gehabt. Okay, er kommt mit. Der andere Lumi ist verschwunden. Interessant. Okay, ein Spot kommt mit. Das ist gut. Ich würde den einen Sucher halt so gerne treten, dass er da nach unten fällt. Ich würde das so gerne machen. Einfach einen richtig schönen, fetten Arschtritt und dann fällt er nach unten. Ich würde das so richtig hart feiern. Aber so richtig feiern würde ich das. Okay. So. Jetzt hier nichts, wie wir weiterkommen? Hier Ach, müssen doch, da. Wir durch, Spotty. Und dann ist es nicht mehr weit zum Hafen. Okay, also geht's doch dadurch. Ja, dann geh das doch. Das ist das Tor zum Hafen. Ja? Das ist die Wasserstraße zum Hafen. Und warum? Okay. Nicht. So gehen wir unter. Das ist das Tor zum Hafen. Will irgendwie nicht. So?
ist ja noch viel besser als ein Schwimmreifen. Oh, wie cool. Ein kleines Schlauchboot. Okay, ihr habt mir schon gedacht, es muss ja fast hier weitergehen. Wäre ja komisch gewesen. Was hätte sonst der Bildschirm großartig zu tun gehabt, dass er einmal den Lumi dazu fand? Okay, das ist ein großes Schiff. Okay, also die... Alles okay, Entschuldigung, aber... Oh, schau, da kommen sie! Wer? Sam und Janus, da! Mit einem Rattenschwanzsuchern hinter sich. Remy! Send me! Wir legen sofort ab. Ich muss nur noch das Schiff klar machen. Die Gehgeräusche sind so schlecht gemacht gewesen. Hilf uns mal, Spotty. Ja, hilf uns, Spotty. Komm, auf geht's. Ich glaube, es eilt. Und schnapp. Achso, schnapp. Und schnapp. Ja. Die Geräusche. Ja, gut gemacht, Spotty. Oh, der Arme. So, die Segel sind gesetzt. Oh, da stimmt was nicht. Der Anker vielleicht? Ankerlichten? Ja, sei doch, Ankerlichten. Ja, nicht ganz, aber sowas ähnliches. Verdammt. Sam und Janus sollen mit. Ja, wir können die doch eigentlich nicht hier zurücklassen, oder? Okay, Hebel runter und Spotty hilft mit. Aber die anderen beiden. Wir müssen ihnen helfen. Ja, eben. Nein, wir müssen uns beeilen. Aber Sedgwick. Oh, das wird er nicht tun. Hier geblieben. Wow. Kyra, ihr habt wohl gedacht, ich bleib ewig versteinert, was? Gedacht nicht, aber gehofft. Geh weg, du kannst uns nicht aufhalten. Stimmt, Sedgwick? Her mit dem Splitter! Nein, den brauchen wir. Wir müssen Silence zerstören. Niemals. Ich bin die Königin. Ich bestimme. Ich lege das Schicksal von Silence nicht in die Hände eines Kindes. Wow. Runter vom Schiff. Wow. Was? Ihr sollt den Anker werfen und runterkommen. Den Splitter könnt ihr bei mir lassen. Dann geht ihr darüber und löst Janus und Samuel ab. Sedgwick, biete die Stirn. Really, alle sollen Freunde bleiben. Lieber, bieten die Stirn. Vergiss es. Ich habe hier eine Kanone und ich weiß, wie man sie abfeuert. Und was willst du damit machen? Dich reinquetschen und zum Thronsaal schießen? Das ist ein Rebellenschiff und ihr seid Royalisten. Also runter von meinem Schiff. Nein, runter vom Tau. Lass uns in Ruhe. Sedgwick, beschütze Rini. Rini, du bist die Königin, tu was. Nee, Sedgwick beschützt Rini. Siehst du die Königin und was soll sie tun? Ich zähle bis drei. Dann schieße ich das Tor auf und hetze die Sucher auf dich. Nein! Sam und Janus sind doch dort. Keine Stimmt. Angst, Hochwohlgeborenheit. Das macht er ja doch nicht. Feuer die Kanonen ab oder schicke Spot zu Kyra. Oh, das ist beides kacke. Ich will Spot nicht dahin schicken und ich will aber auch nicht die Kanone abfeuern. Oh, das ist so böse. Das ist eine total schwere Entscheidung. Ich kann mich nicht entscheiden. Spot könnte es ja irgendwie zurückschaffen, oder? Wir können die anderen beiden nicht angreifen. Das Spot, geht nicht. Regel du das, okay? Es ist nicht leicht, grün zu sein. Errungenschaft freigeschaltet. Oh Gott. Oh Gott, Spot. Oh Gott, der Arme. Ich lass mich doch nicht von diesem Wurm vertreiben. Für das Bein. Lächerlich. Noch. Lächerlich. Okay. Was haben wir sonst noch? Das Bein.
Ihr sollt den Anker werfen und runterkommen. Aua! Oh! Oh Gott! Das Mistding! Oh nein! Spotty! Nicht dein Ernst! Verdammt! Zu spät. Tut mir leid. Oh nein. Auch beide Entscheidungen wären doch kacke gewesen, oder? Die wären doch beide kacke gewesen. Beide Entscheidungen. Aber Spotty. Oh, bitte sag nicht, dass Spotty jetzt weg ist. Das will ich nicht. Ich will nicht, dass Spotty weg ist. Wieso lenkst du nicht zurück? Wieso rettest du Spot nicht? Noah würde ihn holen. Wozu? Wenn du den Spiegel zerschlägst, verschwindet er sowieso. Genau wie der Rest von Silence. Aber trotzdem. Geht doch ums Prinzip. Du bist feige. Noah würde alles für mich tun. Alles! Noah kann im Moment gar nichts tun. So sieht's aus. Du bist ein blöder Clown. Genau wie Noah immer gesagt hat. Ach, hat er das? Ich will nicht länger mit dir unterwegs sein. Ich will zu Noah. Na los, zeig mir den Thronsaal. Mach doch was, du nutzloses Ding. Oh Gott, die Arme. Tristerini, keine Zeit für Sentimentalität. Nein, wir werden versuchen, sie zu trösten. Das habe ich doch alles gemacht, weil ich dich zu Noah bringen will. Dafür bin ich hier. Pass auf. Ich setz den Kurs und bring dich zum Spiegel. Okay, wir brauchen den Splitter vielleicht. Ich weiß es nicht, aber wir gucken mal. Der Splitter zeigt den Weg zum Thronsaal durch das Licht, das das Meer mit Hoffnung erleuchtet. Welches Licht erleuchtet das Meer mit Hoffnung? Der Mond? Kein Licht weit und breit. Nur eine Wolkenwand. Ich probiere einfach mal was. Okay. Ich kann sie nur hin und her fahren. Oder passiert nichts? Hm. Aber da ist der Mond. Oder? Ich kann es echt nicht sagen. Verändert sich irgendetwas? Nicht, ne? Wird das Geräusch lauter? Oh, warte mal hier. Da ist was. Ah, man muss natürlich auch noch draufklicken. Ein Leuchtturm. Das Licht der Hoffnung, dass das Meer erleuchtet. Na klar. Ein Leuchtturm. Ja klar. Macht Sinn. Hast du gehört, Rini? Wir müssen zum Leuchtturm. Ach Gott, die Arme. Zum Leuchtturm. Kurz vor Mond. Spotty! Spot? Sadwick? Oh, er ist wieder geschlüpft. Oh, wie schön. Du bist wieder da, Spotty. Ich bin ja so froh. Toll. Ich will auch fliegen. Aber wie? Er ist mal wieder geschlüpft. Wow, wow, wow.
Wie eine Motte im Wind, Errungenschaft freigeschaltet. Hui! Oh Gott, ist das süß. Och, wie knuffig. Oh, schön, dass sie das wieder mit reingebracht haben. Oh, ich glaube fast, dass Spotty so oder so weg gewesen wäre dann. Hab dich! Los, nochmal! Ach, wie süß. Oh! Okay, wir lenken Rini jetzt durch die Wolken. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir nicht treffen. Wow. Ich weiß auch nicht, ob ich das rausfinden will. Oh. Okay, es spielt keine Rolle. Wir können einfach durch, wir kriegen halt nur einen Boost. Ach, das ist ja schön. Ach Gott, wie knuffig. Ich geb dir Vorsprung, Spot, du bist langsam. Okay. Wetten, dass ich dich ganz schnell einhole? Passt bloß auf, ihr Wolken, jetzt scheuche ich euch weg. Ach Gott, das will, wie süß ist das denn? Ach, wir müssen das schaffen, dass wir tatsächlich durch jedes Ding einmal durch. Okay. Ach, warte mal. Also wir müssen halt vermutlich immer durch so ein Wolkenloch durch. Wobei wir sind generell schneller als Spotty. Dadurch. Dadurch. Hurra! Jetzt haben wir ihn fast überholt. Oh, da haben wir den Boost nicht bekommen. Dann dadurch. Hui! Ja, wir haben uns gefangen. Oh Gott, ist das süß. Oh mein Gott. Das ist so zuckersüß. Was? Oh nein, 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 nein. Spotty? Mach was. Hä? Ach, war das nur ein Traum? Errungenschaft freigeschaltet, Kapitel 3. Das war nur ein Traum. Oh, wie gemein. Oh, wehe, wir kriegen Spotty nicht wieder. Wehe, wir kriegen Spotty nicht wieder. Das wäre ja... Also, dann steige ich aber denen aufs Dach, ey. Aber ich glaube, das ist eine schöne Stelle, um an der Stelle die Folge zu beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!